Geil, oder? Wenn ihr die Waffe angelegt habt, dann hört ihr genau diese Stimmen. Falls ihr jetzt schon Stimmen hört, dann liegt es nicht in der Waffe. Das ist die Waffe von Scarlet Hochlord Morgrain. Er wurde von seinem eigenen Sohn verraten und dann ermordet und als einer von Kel Tuzads Todesrittern wiederbelebt. Diesen Rittern könnt ihr in Naxxramas begegnen und zwar als Boss. Diese sind wirklich sehr schwer und da droppt der verderbte Aschenbringer. Aber was ist mit dem normalen Aschenbringer? Es gibt viele Mythen über den und den wollen wir heute mal auf den Grund gehen. WoW-Spieler sind diese Waffe nachgejagt und das schon seit 2005. Es gab nämlich immer wieder Hinweise auf diese besondere Waffe. Der erste Hinweis war bei Patch 1.1.0, also ziemlich am Anfang von WoW und zwar in den östlichen Pestländern. Zweiter Hinweis, Düsterbruch, Prinz Thortheldrin hat einige Geschichten zu erzählen über den Aschenbringer. Leider führt das zu nichts und am Ende des Dungeons wurde der Prinz auch gekillt. Zwei Patches später. Der nächste Hinweis mit Patch 1.5.0. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Schlachtbälle eingeführt und manchmal droppte da ein Buch im Alterrektal und zwar das Buch von Ned Pagel, dem berühmt-berüchtigten Angler. Was zum Fick hat er dort geangelt? Das Buch hatte den Titel Ned Pagels feuchte Träume. Ich meinte Ned Pagels Handbuch für Extrem. Angler natürlich. Dort steht anscheinend geschrieben, wie man den Aschenbringer bekommt, aber es fehlen einige Seiten. Nur die letzte war da. Wer weiß, was der liebe Ned mit den anderen Seiten gemacht hat. Aber süßes Buch mit einem Panda drauf? Moment, Panda? Der nächste, wohl allerwichtigste Hinweis kam dann Mitte 2005 beim Data Mining heraus. Der Höhepunkt der Jagd war genau dieser Zeitpunkt. Das Interesse bei Spielern stieg stark an. Der Aschenbringer wurde erstmalig als Item identifiziert mit wirklich starken Werten für die damalige Zeit. Es kam mit der Zeit immer wieder neue Hinweise ins Spiel und Spieler diskutierten über die möglichen Fundorte der Waffe. Am Ende hieß es wieder, kein Aschenbringer. Der nächste Hinweis kam dann mit Patch 1.9. Und zwar von einem Gnom, der auch über den Aschenbringer gesprochen hat. Naja, es ging wieder hin und her. Es ist dann allgemein darüber gesprochen worden, dass der Aschenbringer aus einer langen Questreihe stammen muss. Ähnlich der epischen Questreihe The Shifting Sands. Am Höhepunkt der Spekulation beendet dann Blizzard höchstpersönlich die Debatte und meint, das Schwert sei zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht im Spiel. Das ist schon ein bisschen Blizzard-Style. Dann endlich mit Naxxramas Patch 1.1.1 kam der langersehnte Aschenbringer ins Spiel. Naja, es war der verderbte Aschenbringer, welcher einfach göttlich ausschaut, droppte bei den Reitern in Naxxramas und der Träger der Waffe konnte leise Stimmen hören, die von der Waffe kamen. Gänsehaut, einfach episch. Wie bereits gesagt, die Waffe gehört Scarlet Hochlord Morgrain, der von seinem Sohn verraten und anschließend ermordet wurde. Und als einer von Kel Tuzads Todesrittern wiederbelebt wurde, deshalb auch der verderbte Aschenbringer. Wenn ihr das Schwert angelegt habt, habt ihr automatisch einen freundlichen Ruf beim Scharlachroten Kreuzzug und wenn ihr durchs Kloster läuft, dann knien alle vor euch und am Ende kommt noch eine geile Sequenz, die ihr euch anschauen könnt, wie der Hochlord sich an seinem Verrat rächt. Und das sind genau die Szenen, warum ich WoW Classic liebe und warum ich es immer noch spiele. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video.